Hallo, ihr süßen Puppis. Hier ist eure Herrin Deluxe. Ich bin hier live im Rauschgold Backstage für eure Nuttennacht. Nein, für eure Dschungelnachtlese. Wir sind stark betrunken heute. Und bei mir ist die Jurassica Parker. Hallo, hi. Parker. Oh, wir sind betrunken so, heute. Herrin, bist du betrunken? Pass mal ganz kurz auf. Weil ich habe meinen alkoholfreien Januar gehabt. Und ich habe heute zum ersten Mal seit 28 Tagen getrunken. Von daher, Herren, bitte, mach whatever you want. Wir hatten in dieser einen Stunde, es war heute nur eine Stunde, wie viel Wodka hat man? 35 Wodka. Mach whatever you want. Ich bin ein bisschen auch angetrunken. Mach whatever you want. Genau. Da reingucken. Es war da muss ich rein. Du musst es also, jetzt machen. Also, Dschungel nachlesen, jetzt muss ich stark nachdenken. Ja. Also, es war langweilig. Wirklich? Er hat geträumt, dass er putzt. Habe ich nicht. Ja, Menderes hat geputzt. Menderes hat alles geputzt. Und Rivina, das ist so blitzeblank, wie es ever noch nie okay. war. Okay, ja. Noch mehr. Und er hat 10 Minuten erzähl immer mehr. Nur geschlafen. Erzähl mehr. Und dann musste die Schulprüfung heute meine Frau, also Sophia, das Frau und Elina Fürst. Es war eine Schulprüfung, wo ich dachte, das schaffen die beiden nie. Sie mussten einen kleinen Naturwasserpool auf einem Standpaddeln machen. Stand-up-Paddling. Du hast das ja schon mal gemacht, ne? Ich habe das schon mal gemacht, das haben die Fans von mir wissen, das ist sehr schwer. Und dann mussten dann zusammen auf dem Board und mussten halbe Stunde sein. Auf der anderen Seite gehen wir mal nach dem. Haben sie nicht geschafft. Dann musste sofort Dr. Bob kommen und musste SOS machen irgendwie. Und haben sie nicht geschafft. Ja, sie hatte keine Hand. Die haben sie nicht geschafft. Und dann ist sie aber wieder, sie hat sie wieder beruhigt und dann ist sie wieder aufgestanden. Langweilig. Geschoben irgendwie, den haben sie gar nicht zur anderen Seite gemacht. Weiter. Langweilig. Wie so ein Puzzlespiel, ja. Wie so, okay. Ja. Und es hat alles nicht gepasst. Und, weiter. Wirklich schuld. Die Wollersheim war schuld, okay, das, ja, weil das, ja. Die Schatzsuche, die war auch ganz schwierig heute. Sie mussten sich 4 Codes merken. Du hast jetzt nicht gepopt hier, oder? Die Parker hat mal ganz schnell abgepopt hier. Also, die Parker hat gerade gepupt. Das war heute die Dschungelprüfung. Die hat leider Helena Fürst verloren irgendwie. Also Helena Fürst wusste, die wusste nicht. Ja, ich weiß, hab ich du nicht hast das noch mitbekommen. Also es war sehr lustig irgendwie, dass gerade du gerade gepupt hast. Das war nicht sehr lustig. Ansonsten war die hat den Code nicht behalten. Meine Favoritin ist leider heute raus. Schade auch. Jetzt gibt es so ein langweiliges Finale. Wer ist denn deine Favoritin? Meine Favoritin ist für morgen. Jetzt ist natürlich Menderes irgendwie. Weil ist sie raus? Die Helena Fürst ist raus. Ach so, okay. Ja, schade. Oh. Ja. Also morgen wieder im Rauschgold sein. Wir sehen uns dann. Morgen dabei ist natürlich Jurassica Parker. Vielleicht. Du, ja. Nein, du siehst so gut aus. Guck. Ich bin so schön. Ich bin so super schön. Und Gitti Reinhardt und ich. Ach, natürlich. Dritt, ja, wir sind morgen zu dritt hier. Ganz, ganz großes Star. Wir sehen Star uns im Internet. Bis dann. Genau. Bis bye. Dann. Und like die Parker. Sharing is caring.